Ja, Leute, nachdem wir Latias gefangen haben, gibt es noch einiges Tolles zu tun. Hier bei der Traumbrache. Zwar unter anderem Items collecten wie KP Plus. Und genau das meine ich, die hauen immer ab. Nichts da. Ich will gegen dich kämpfen. Ja, nähern wir uns schon langsam den Zielgeraden dieses Let's Plays. Beziehungsweise die letzten Parts, die werden nochmal ein bisschen stressig. Da kommt ihr nochmal auf eure Kosten. Besonders, da wir ja hier im tollen Hürdenmodus sind. Und das verspricht wirklich nochmal spannend zu werden. Aber zuvor besiegen wir hier erstmal die Insassen, die einige dumme Effekte haben. Die einige dumme Effekte haben. Ja, so sagt man das. Meine Güte, lauter Professoren. Wer gestattet uns die Ehre der Tito? Und es sitzen alle auf verschiedene Verstärker. Das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, da wir das halt noch nicht in dieser Form hatten. Aber hey, Hauptsache, wir bekommen einen guten Kampf geliefert und unsere anderen Pokémon sammeln dabei noch Erfahrung. Ja, Klimaschutz, das ist halt Porygon, ein sehr komisches Pokémon. Ich glaube, das war sogar eines der ersten designten Pokémon, weil es halt, wie soll ich sagen, so aussieht wie ein Polygon. Eigentlich ungewöhnlich für so ein eher zweidimensionales Spiel. Die laufen trotzdem weiter, das sind die einzigen Trainer, glaube ich, die trotz einer Niederlage weiterlaufen. Ich weiß auch nicht, warum die flüchten. Ich weiß nur eins. Okay, ich mache jetzt keine Werbung für irgendwas. Was bringt eigentlich ein Wecker mit grünem Licht? Sieht komisch aus. Ja, ich habe jetzt leider keinen funkgesteuerten Wecker mehr. Ich habe jetzt noch so einen blöden Wecker, den ich selbst stellen muss oder kann. So, damit werden alle Menschen hier besiegt. Alle Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Ach so, da sind ja noch welche Trainer. Was macht ihr denn noch hier? Ihr überrascht mich jetzt da vollkommen. Dann ist generell sehr komisch, warum sich solche starken Trainer in so einer Umgebung umtreiben. Pokémon, die beinahe an Level 70 angrenzen. Aber wir werden das noch mit Level 80er zu tun haben, das werdet ihr noch ganz schnell sehen. Also so leicht wird es uns jetzt noch nicht gemacht.
Ach so, den Kerl von Game Freak haben wir auch noch nicht besiegt, aber das kommt sowieso noch am Ende des Let's Plays. Das machen wir erst ganz zum Ende, diese ganzen Kämpfe. Ein Düstumhang, damit könnt ihr Zwirlicht weiterentwickeln. Oder Zwirklo. Ja, und es gibt so viele verdammte Trainer. Warum gibt es so viele verdammte Trainer? Ich habe keine Ahnung. Da überfordert ihr mich. Aber hey Leute, es sind nur zwei Städte mit drei Routen und dann war's das. Dann haben wir auch die neue Einalregion komplett erkundet. Meine Güte, ich glaube, die 400 Pokémon haben wir schon entdeckt. Das ist eigentlich schon sehr unglaublich, was man hier alles zu sehen bekommt. Was für eine Artenvielfalt. Oh, Gott sei Dank haben wir diesen Albtraum durchgelebt. Ja, es ist zwar mal schade, wenn ein Let's Play zu Ende geht, es liegt einem aber auch wirklich wie ein Stein auf dem Herzen. Wir haben einen alten Ofen, von dem ich nicht weiß, wofür er nützlich war. Und dann habe ich eindeutig genug von der einer Region, das könnt ihr mir glauben. Ja, die Sinnoh-Region würde ich auch noch zweimal spielen, und zwar einmal als dieses Platin-Three-Gather und dann halt noch mein Einzel-Run. Carlos wäre natürlich auch noch cool, wenn es irgendwann mal kommt. Aber dafür bräuchte ich erstmal eine andere Pokémon Y oder Pokémon X. Müssen wir wahrscheinlich dann wieder notfalls von Luca ausleihen. Aber der muss ja schon mal mit seinem Spiel fertig werden. Nee, Turbo Tempo, dankeschön. Aber ich will's nicht. So. Das müsste es dann gewesen sein mit den Trainern. So, den. Ja, unser ganzes Team kratzt so ein bisschen an den Level 70. Ich glaube, das wird aber nicht ganz reichen. Je nachdem. Ich bin ja halt ein sehr fauler Mensch, wie ihr ja mittlerweile wisst. Das ist kein Geheimnis. So, holen wir uns hier noch die restlichen Items und dann geht's auch auf die nächste Route. Außerdem taucht ihr, glaube ich, auch jeden Freitag ein Somnivora auf. Also könnt ihr ja auch mal vorbeischauen. Ich glaube, genau hier. Werden wir aber nicht tun. Solche Events hasse ich sowieso. Bis aufs geht nicht mehr. Womit wir dann die tolle Route 2 aufsuchen. Oder was? Ich glaube, es ist jetzt Route 2. Route 2, genau, Route 2. Und hier kann man dann so zwei Items sammeln. Ich meine, diese Hügel sieht man ja von der Stadt, dessen Namen ich vergessen habe. Welche aber die zweite insgesamt ist. Und du Instrument, der Klang des Instruments, okay. Nee, habe ich leider nicht. Aber ich möchte gegen dich kämpfen. Aber es müssten relativ wenig Trainer hier auf diesen Routen sein. Beziehungsweise jetzt legen sie so richtig los mit ihren Pokémon. Jetzt werden sie natürlich nochmal aggressiv. Vor allen Dingen mit Bibor.
Mensch, hat er viele Pokémon. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Für meinen Geschmack sind es eindeutig zu viele. Dann wird Unkraut nochmal zerschnitten. Sag mal, haben wir die Route hier erweitert oder warum sieht die jetzt plötzlich so groß aus? Es ist auch immer wieder sehr interessant. Wir haben ja gerade in dem Spiel Herbstanfang und die Bäume haben ihre Herbsttransformation schon mal abgeschlossen. Was ist das? Warum setzen jetzt alle fünf Pokémon ein? Mit deinem etwas veränderten Moveset. Oder einem anderen Setting und so weiter. Ja, die Müdigkeit bei mir tritt schon wieder ein, das merkt man ein bisschen. Ich würde mal interessieren, wie dieser Ort heißt. Den Ort, den ich ein bisschen als unnötig empfinde. Eigentlich fast genauso wie Dowsing. Ich werde den Part vielleicht ein kleines bisschen überziehen, weil ich finde den Fortschritt noch nicht so toll in diesem Part. Außerdem habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Die Zeit, die sollte man sich nehmen. So, was haben wir denn hier? Nichts. Aber eine Menge Trainer, die man zusätzlich noch eingebaut hat. Ja. Also ich würde es euch nicht empfehlen. Meine Güte, wie viele Pokémon die haben, das ist ja furchtbar. Also, okay, jetzt drehen sie durch. Level 71, wir sind schon noch 29 Level von denen und seinem Level entfernt. Good job, denn ich das. Das wollt ihr mir jetzt nicht erklären, oder? Ja, wir haben keinen Flammenwurf mehr, das ist sehr cool. Gut, dann explodier halt. Und Dragonair. Drache gegen Drache, wer schafft das wohl? Natürlich, der Kazom. Ich glaube, ich laufe erstmal durch und heile mich, bevor ich hier mit weiteren Trainergedanken spiele.
Das wäre durchaus besser. Und alleine die Form von Flagmon, immer wieder, wenn ich das Ding sehe, denke ich mir einfach nur, an was erinnert mich das? Okay, es ist Lamus, es ist Lamus, es ist schon ein Unterschied. Hat alles nichts Großartiges ausgemacht. Wir haben den Veteran Rainer besiegt. Ich komme wieder, das schwöre ich euch. So, Gavina. Kann sich auch jeder merken. Und da hinten sehen wir die Items, die wir schon eingesammelt haben. Und hier sind also nicht mehr die tollen... Oh, okay, die sind noch da. Die sind noch da. Schön, dass du uns die Geschichte eines Pokémon erklärst, ja. So, und da wird halt Musik hinzugefügt, das ist eigentlich sehr nett. Ein kleines nettes Effektchen. Liebevoll von den Entwicklern eingebaut. Und so heilen wir uns, bevor wir uns nochmal in die letzten Schlachten stürzen. Ich noch in diesem Part erledige. Einfach weil ich Lust an der Freude habe. Bevor wir dann Route 1 betreten. Ich habe das jetzt extra so ausgesprochen. Nochmal, Route 1. Gibt es hier unten was? Das ist offenbar gar kein Pokémon, sondern ein Tarnpignon. Oder ein Pokéball, ja. Ja, der will Pokémon sehen, die so klein sind, als was er mit dem Mikroskop erkunden kann. So, dann... Run back. We will running... Oh, we will run back. Boah, meine Güte, die erklären uns hier Sachen, die wir schon... Oh. Leute, ihr widerspricht euch selber, ihr kommt mit Pokémon, also auf Route 2 kommt ihr mit Pokémon an, die Level 70 haben. Und erklärt uns die einfachsten Skills der Welt. Ich bin entsetzt. Schaut euch diese Level an. Ja, und danach beende ich den Part aber und muss halt daran denken, dass noch einige auf dieser Route noch nicht ihr Fett weg haben. Makago, nicht zu verwechseln mit den, mit DB Cargo, das ist was ganz anderes. Und dann morgen werde ich wahrscheinlich nur ein bisschen was aufnehmen, weil ich muss am Wochenende viel lernen. Och, Flammenkörper, was wollt ihr mir denn sonst noch alles antun? Müsste sich da mein Effekt wirken oder was? Okay, doch nicht. Ist ja egal. Ist ja im Prinzip egal. Ich kann froh sein, wenn ich meine Gegner besiegen kann. 66 für Leute, cool. Cool. Nur wieder nur. So, auf Wiedersehen. Das ist ja auch ein Veteran, also man muss schon was erwarten können. Von den Veteranen der Veteranen. Von den Veteranen unserer Zeit.
Und wieder ein Top-Beleber, das ist sehr schön, dass wir tausende von denen erhalten. Ja, und weiter geht's im nächsten Part, Leute. Ich ruhe mich jetzt aus, leg mich schlafen und gut ist. Also, ciao und haltet die Ohren steif.